Shalom Aleichem, a gute Woche, a gebenchte Woche, a mazeldike Woche, a Yeshua Woche, a Atzloche Woche, a Paranose Woche, a Motivatie Woche, a optimistische Woche, a Moschiach Woche, a gute Nachrichten Woche. Immer beim Shabbos-Ausgang gibt es einen gewissen Stromausfall. Shabbos, Shein, zwei Neshomes, Ruhe, zurück zu die Woche, zurück zu die Joch, wieder Passierungen. Deshalb eine von den chassidischen Wege ist, beim Shabbos-Ausgang zu beginnen mit einer Geschichte, mit einer Erzählung, um uns Kraft zu geben. Heute ist 20. Menachem Av, die Hilula, die Jahrzeit vom Papa von Lubavitcher Rebbe. Wir werden eine Geschichte von ihm erzählen, eine Dvar Torah. Mendel Raskin, Cousin von meinem Papa, hat Reb Levik gemacht in den letzten Monaten in Almaty, in Kasachstan, Suppe und mit ihm gegangen jeden Tag spazieren. Was für eine große Freude, zu gehen mit Reb Levik, zu machen eine Walking. Ich würde alles geben, um mit ihm Viertelstunde zu sein. Und er hat mit ihm jeden Tag so gewisse Zeit. Und wenn Mendel hat geheiratet und gefahren nach New York, der hat bekommen eine extra Einladung von Rebbetz und Chana, von die Mama von der Rebbe. Sie war eine echte Aristokratin und sie war nicht mehr so jung. Sie hat gegeben seine Frau eine Sidur. Seine Frau ist Sarah. Und sie hat geschrieben: Liebe Sarah Raskin, adank eure Mann für die guten Zeiten, der hat geholfen, mein Mann. Der Rebbischter soll euch geben schöne, gute Jahre bis 120. Und auf ihre Unterschrift hat sie gegeben meinen Kuss mit Lipstick. Weißt du, Frauen machen so auf die Lippenfarbe. Und Rebbetz und Chana hat gegeben meinen Kuss auf die erste Seite in die Sidur. Und meine Cousine hat mir letzte Schabbes erzählt, dass an ihrem Hochzeitstag ihre Eltern haben sie erlaubt, diese Sidur mit dem Kuss zu sehen. Also beim nächsten Gelegenheit, wo ich finde Möglichkeit, euch ein Foto zu finden von diesem Sidur, dass ich bin neugierig schon zu sehen, wie die Mama von Rebbe in gewissem hohen Alter macht schöne Lippen und küsst dem Sidur. Also dann weißt ihr, was man macht, wenn man alt wird, man legt Lipstick und man küsst das Sidur. Also, man darf nicht viel. Gut, eine kurze Dvar Torah von Reb Levik, vor dem, dass wir beginnen. Rabbi Hanina war 80 Jahre lang und er konnte noch auf einen Fuß so Sockenstrümpfe, weißt du, es gibt so ältere Menschen, Sie haben ein bisschen geschwollene Füße und sie legen über ihre Fuß so eine Bandage, so ein bisschen enge Socken, weißt du, was ich meine? Und er konnte diese enge Socken, die elastischen Bandage, auf einen Fuß legen und er konnte die Schuhe anziehen und er konnte die Schnürsenkel noch dazu, auf ein Bein, stell mal vor, ich weiß nicht, ob ich schaffe das. Er war 80 Jahre und er hat das geschafft. Hat man gefragt, Rabbi Hanina, wieso schaffst du so jung zu bleiben? Du bist schon ein 80er Kerl. Sagt Rabbi Hanina, das Öl, was meine Mama hat mir Massage gemacht und die heiße Wasser, die hat sie mir gemacht für die Dusche, die bringen jetzt ihr Resultat. Also meine Mama hat mit mir sehr schön gearbeitet. Und jetzt habe ich gutes Leben. Was heißt das wörtlich? Dass die Mama hat ihm die Beine massiert und Öl, weißt ihr, es gibt so
Massage mit den Kindern, man dreht, man macht alles richtig, wenn der Kind ist klein. Und man macht die Kind schöne, schöne warme Ambatje und badet. Reb Levik Schneerson, der Papa von Rebbe, hat erklärt was anderes. Er hat gesagt, Öl symbolisiert Liebe und Barmherzigkeit. Liebe und Barmherzigkeit. Heiße Wasser symbolisiert Recht und Gerechtigkeit. Man sieht bei Babys etwas sehr interessant. Wenn man legt sie rein in heiße Wasser, die schreien, als ob sie wollen nicht Moschiach. Ja, was schreist du, Ingele? Man will dir nur eine schöne Dusche machen, aber der schreit Gewalt. Die Nachbarn denken schon, muss man Polizei einladen, dort in diesem Mishpoche ist Verbrecher. Stimmt. Aber eine Wunder, wenn das Kind ist schon geduscht und man nimmt so Babycreme und man schmiert auf dem Puppig, auf dem Tuches, auf die Hände, der ganze Baby, so überall. Wie fühlt er sich? Moishe Groß, eine Massage. Und also heiße Wasser symbolisieren Recht und Gerechtigkeit und Öl und Creme und Pflege symbolisieren Liebe und Barmherzigkeit. Reb Levik wollte sagen, dass seine Eltern wollten beides geben. Es gibt Eltern, die sagen, nur Liebe an die Kinder. Nur Liebe an die Kinder? Warte ab. Kinder brauchen Grenze. Braucht man auch Recht und Gerechtigkeit. Nur Recht und Gerechtigkeit, auch nicht gut. Kinder später haben Beschwerde. Damit soll die Kinder nicht Beschwerde haben, muss man beide Hände machen. Muss man Liebe und Barmherzigkeit, das ist Öl, und muss man Recht und Gerechtigkeit, Disziplin. Verstanden? Gut. Das ist der Anfang. Ich wollte heute beginnen, unsere schöne Shiur. Wir werden das so machen. Wir werden den Psalmen zuerst lesen, um unsere Gebet die Woche zu beginnen. Und danach ein paar Fragen stellen und eine Shiur geben zu erklären. Und zum Schluss, ich werde euch fragen, das, was wir haben gelernt, zu sehen, ob ihr habt gut gelernt. Darum habe ich euch, ich weiß, es ist nicht 10 Uhr morgens, ihr habt eine Schabbes hinter euch, aber es ist mir egal. Warum? Weil Tora lernen, jetzt hat begonnen die halbe, volle Monat von Monat Av. Ab heute beginnen die Nächte länger zu werden. Jede Nacht hat jetzt nach dem jüdischen Kalender eine Stunde mehr. Ab heute. Und wozu haben wir eine Stunde mehr? Um mehr zu schlafen oder um mehr Tora zu lernen bei Nacht? Um mehr Tora zu lernen. Darum, die größten Monate von Tora lernen sind Winter. Weil Winter ist Zeit von die Yeshive, die Uni, die Menschen lernen meistens Winter. Sommer ist so ein bisschen Urlaub, Halligalli. Also stimmt, also es ist Ferien und heiß und bla bla bla. Nein, es gibt einen Grund. Wintersonnen pflegen die Neshome, Sommersonnen pflegen die Körper. So läuft es. Also der Körper braucht auch eine gesunde Neshome, eine gesunde Seele wohnt in einem gesunden Körper. Verstanden? Also jetzt, Körpersaison ist vorbei. Nun gut, mach noch ein kleines Schwimmbad, mach noch ein kleines... Genieß noch ein bisschen, aber ihr versteht schon, die Saison ist zu Ende. Ich erzähle euch jetzt einen Witz. Gut, wollt ihr einen Witz, um euch zu ermutigen? Es war eine Mama, sie hatte zwei Kinder, zwei Jungs. Und die ganze Nacht, die ganze Jahr konnte sie nicht schlafen. Hat man gesagt, warum schläfst du nicht? Sagt sie, ein Kind hat eine Fabrik von Eis und ein Kind hat eine Fabrik von Regenschirm. Und immer habe ich Zorres. Oder zu viel Winter oder zu viel Sommer. Man kann nicht beide zufriedenstellen. Man kann nicht gleichzeitig Regenschirm und Eis verkaufen. Nun, kann man nichts machen. Ein optimistischen und ein fröhliches Psalmen. Kufrov Beis. Shira Malo Isle David.
So machti beyoim rimli, beisadoin neunelech. Oim doiso juragleinu bishoreich Jerusalem, Jerusalem. Jerusalem avnu yo keishe chubro, lo yachdov, sheshomolu shevotim, shevotim shivteyo, eidus lei Yisroheim. Loi dois le shema doinoi, kishomo yoshvu, kisais le mishpot, kisais le bez dovid, sha'alu shloim Yerushaloyim. Ishloyu avoyich, ishaloim bechele, shalvo bamenosoyich, leman achai verea, yadam olo shaloim boch, leman beisadino eloheinu, avakshu, toiv, loch. Und wir beginnen. Stufenlied von David. Ich freue mich mit denen, die zu mir sprechen, ins Haus des Ewigen, lass uns gehen. Und unsere erste Frage ist, was bedeutet Stufenlied? Was ist Stufenlied? Es gibt von Kapitel 120 bis Kapitel 135, 15 Mal das Wort Shira Mahalot, Stufenlied. Was heißt Stufenlied? Was heißt das? Drei Erklärungen, was heißt Stufenlied? Erste Erklärung von Stufenlied heißt, in Bet HaMikdash zwischen Kodesh HaKodashim, das Allerheiligen, und die Azara, es war eine runde Treppe, 15 runde Treppe. Auf dieser 15 runde Treppe haben gestanden die Leviten. Kinderleviten, erwachsene Leviten und Musikantenleviten. Okay? 5, 5, 5. 5 Stufen haben gestanden Kinder, weil Kinder können singen Alt, Sopran. Weißt du so, Hulila. Und nächste 5 Männer in verschiedenen Stufen. Und die anderen 5 Musikanten mit Instrumenten hat man, gibt genau in die Mishnah. Nicht weniger als 3 Geigen, nicht weniger als 10 Chalilim und so weiter. Die Mishnah gibt uns genau Einzelheiten. Musik im Tempel. Also erste Erklärung, was heißt Stufenlied? Madregot, Stufen. Es gibt 15 Stufen, Madregot, in so eine halbe Kreis, ja? Denk so eine Kreis. Und alle 15 sind gleich. Es ist nicht so wie in manche Bilder, man macht das die Größen groß und die Kleine klein. Weißt du, was ich meine? Alle 15 kommen von rechts nach links und sie werden ein bisschen klein, aber nicht so ganz. Damit soll man alle sehen vor Auge. Zweite Erklärung, was heißt Stufenlied? Aliala Regel. Es gibt dreimal im Jahr Olei Regalim, die gehen mit dem Fuß, sie stüpfen mit den Füßen und sie kommen von überall nach Jerusalem. Pesach, Shavuot und Sukkot. Und was macht man auf dem Weg? Singt man. Es gibt kein Handy und kein Radio. Und man kann nicht bringen so eine kleine Musikbox. Was machen die Leute? Die singen. Wenn sie gehen auf die Berge nach Jerusalem und der Psalmen 121 steht geschrieben, ich erhebe meine Augen auf die Berge. Von wonnen wird Bescheid kommen, also von wo soll kommen mein Bestand, also du siehst so viele Berge, wie soll ich gehen diesen Weg? Sagt man dich, beruhig dich, mein Locker, Hashem ist mit dir, die Sonne wird dir nicht schädigen, Hashem wird dir schützen, geh, also guck dem Kapitel 121, das ist die Leute, die beschweren, es ist heiß, es ist kalt, es sind so viele Berge, wie soll ich gehen? Hashem, der Rebischter wird dir schützen beim Ausgang und beim Eingang, macht dich locker. Was machen die Leute? Sie singen. Singen, jeder weiß, es schenkt
Motivation, Optimismus und Zusammenhalt. Wenn ein Mensch redet, einer redet, alle hören. Stimmt? Wenn singen, alle singen. Zusammen. Das ist eine Stadt, die macht die Menschen zusammen. Zusammen bringt Verbundenheit zwischen den Menschen. Wenn Menschen sitzen zusammen und singen, die sind schon in einem sehr höheren Modus vom Synchronisierung. Es gibt manchmal, es ist noch nicht populär in der Welt, aber wenn ich war mutig, soll man jeden Schuh beginnen mit den Leuten in die Klasse, sollen alle singen ein Lied. Weißt du, was ich meine? Also, ich kann mich erinnern, als ich war in Cheder, der Rebbe ist gekommen. Moide ani lefonecho melechai vekayom. Also, die sind alle schon gleich in der Stimmung. Versteht ihr? Also, singen bringt die Menschen zusammen und schenkt auch eine gewisse bessere Tempo, so wie die Leute, die im Schiff brauchen mehr Takt oder mehr Tempo. Um weiter. Also dann haben wir schon zwei Erklärungen, was bedeutet Stufenlied. Stimmt? Stufen in Beit HaMikdash, Stufen von den Leuten, die pilgern. Dritte Erklärung ist eine Midrash Agada, eine Erzählung, dass König David, als er kam zu dem Ort von dem Altar, er wollte Grundwasser in Jerusalem von ganz tiefen Hohlen. Und die Grundwasser waren 6000 Ellen, also 3000 Meter. Und er wusste nicht, wie bringt man die Wasser hoch. Er hat gefragt, wer weiß zufällig den Namen von der Ewige, den Namen von Gott, von Hashem. Soll er das schreiben auf ein Scherbele, auf so eine gebrannende Ziegel, so eine rote Ziegel, und soll man werfen in die Grube. Es war ein Mann, der konnte diese Scherben wissen, wie zu schreiben, der ist Achitofel, spielt nicht jetzt die Rolle, warum, ihr könnt das später recherchieren. Und Achitofel hat geschrieben den Namen von der Ewige, die volle Namen von 72 Buchstaben, und hat man geworfen in dem Wasser. Was ist passiert? Die Wasser sind ganz hoch gekommen und begonnen gleich zu Überfluss. Jetzt, wie stoppt man die Wasser? Und da, König David hat gesagt, 15 Psalmen, Shira Ma'alot, Stufenlied, und die Wasser sind runtergekommen und die sind heute in 1000 Ellen tief, also 500 Meter. Wenn die Altar ist voll Blut, das alles, was hat man geopfert, soll gehen in dem Grundwasser von Hashem. Okay, ich gehe nicht jetzt die kabbalistische Erklärung, weil ich will dem Kapitel, wie man sagt, lernen heute, um dem Kapitel so, dass wir beginnen die Woche mit einem Kapitel im Kopf, die klar. Also Stufenlied, habt ihr schon verstanden? Das zweite Wort, Stufenlied von David. Also wer hat geschrieben diese Psalmen? In alle anderen Psalmen steht geschrieben, Stufenlied, ich erhebe meine Augen. Stufenlied zum Ewigen in meine Bedrängnisse. Stufenlied, zu dir erhebe ich meine Augen. Steht nicht geschrieben, bei Kufchof Daled, bei 128 steht geschrieben wieder, Stufenlied von David. Reb David Kimchi, ein Rabbiner von Italien, er sagt immer, wenn es steht geschrieben Le David, das hat David geschrieben. Wenn es steht nicht geschrieben Le David, das haben andere geschrieben. Es waren noch 10 Leute, die haben mitgeschrieben, die Tehilim. Dort, wo es steht geschrieben Shira Ma'alot Le David, warum steht geschrieben Le David? Weil David HaMelech hat das geschrieben. Okay? Das ist die erste Erklärung. Warum Le David? Wer hat das geschrieben, diese Psalmen? David HaMelech. Die zweite Erklärung sagen, nein, nicht David HaMelech hat das geschrieben, das hat geschrieben Schleume. David konnte nicht schreiben, warum? Weil David hat nicht gepilgert zum Beit HaMikdash, der hat gepilgert nach Shiloh. Beit HaMikdash war noch nicht da, David konnte nicht bauen den Beit HaMikdash. Er hat nur vorbereitet, Geld, Steine, Architektur, Platz, alles.
weil seine Hände waren voller Blut. Wer hat gebaut den Betamikdash? Schleimer Melech. Sie sagen, Schleimer Melech hat das geschrieben. Die dritte Gruppe sagt, nicht David und nicht Schlomo, sondern die Mescheurerim, die Richters, die haben gesessen in Jerusalem. In Jerusalem war eine Sanhedrin. Sanhedrin ist ein oberstes jüdisches Gericht von 71 Männern. So wie bei Moshe Rabbeinu, der Hashem hat ihm gesagt, soll er bringen 70 Leute plus ihm. Auch in Jerusalem war Kisot Lamishpat, so wie es steht geschrieben, es war Thron für die Gerechtigkeit. Und die haben geschrieben dieses Lied. Verstanden? Also wer hat geschrieben dieses Lied? Drei Meinungen. David, Shlomo oder Meshorerim von die Sanhedrin. Stufenlied von David. Ich freue mich mit denen, die zu mir sprechen, ins Haus des Ewigen, lass uns gehen. Warum Menschen sind froh, wenn sie gehen nach Jerusalem? Warum die sind froh? Drei Gründe. Eins, in Jerusalem alle Sinne nehmen teil. In Jerusalem, in Bet HaMikdash, gibt was zu sehen, was zu riechen, die Weihrauch, die Ktoret, was zu essen, Lechem Aponim, Korbanot, was zu hören, Musik, und was zu anfassen, man bringt Bikurim, Frucht und Sachen, man kommt zum Kohen. Das ist die erste Freude. Der Mensch freut sich, wenn es gibt einen Ort, wo alle Sinne spielen eine Rolle. Versteht ihr also, dass das schenkt? Wenn alle Sinne machen mit, das schenkt eine Freude. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, warum die Leute haben sich gefreut, dass sie kommen nach Jerusalem? Weil es gibt Leute, die sind Jerusalem-Liebhaber. Das sind bestimmte Leute in der Welt. Sie haben Kontakt nach Jerusalem. Sie haben eine Liebe nach Jerusalem. Wir werden bald sehen, die Leute kriegen einen größten Lob, einen größten Ruhe, einen größten Frieden, einen größten Matana. Die lieben gerne nach Jerusalem zu gehen. Warum? Sie fühlen dort Verbundenheit mit Hashem. Sie können bringen Korban Todah als Dankbarkeit. Sie können geben Korban Nedarim als Gelübde. Sie können bringen Korban Chatat über die Sünde. Sie können konfrontieren und umsetzen ihre Gefühle. Und die dritte Sache, was bringt die Leute Simche? Darum heißt das Samachti, Singular. Und Beomrimli, dass man mir sagt, Plural. Der Mensch kann nicht wirklich Freude haben alleine. Hör mal gut zu jetzt. Alleine hat man nicht wirklich Freude. Wenn du bis jetzt im Hotel, schönste Hotel der Welt, hast ein Penthouse mit einem Jacuzzi, mit Trauben, mit Cashew, mit Essen vom König Salomon Tisch und du bist alleine, schmeckt dir? Nicht schön. Wenn es noch jemand mit dir, Freunde, Bekannte, noch jemand, ist schöner. Die Freude ist doppelt. Samachti beomrimli, die Gesellschaft, die Clique, macht der Mensch gute Laune. Jetzt. Alle Leute sagen, es lohnt sich, dorthin zu gehen. Oh, dann gehen wir. Versteht ihr? Also Menschen sind sehr beeinflusst. Du musst diesen Ort unbedingt besuchen. Ach, so viele Leute kommen dort. Aber du musst dort in Schlange stehen, lange, lange Zeit. Nehmen wir einen Ort als Beispiel. Es gibt in Frankreich ein Museum, die heißt Louvre. Nun, habt ihr gehört diese Geschichte von dem Kind mit dem Kaiser, der geht mit nackten Kleidern? Ich war dieses Kind in die Louvre. Menschen stehen in Schlange und Geduld von Shlomo geht langsam runter, runter, runter. Ja, aber Shlomo ist doch ein intelligenter Mensch, guck mal. Alle stehen bei der Tür so lang und es ist ein Museum, es ist bekannt für Kunstmuseum, versteht ihr? Es gibt Menschen, wo diese Stimmung, wo Leute stehen und warten an die Tür lang in Schlange, das ist für denen ein Geschenk. Stell mal vor, als ich fliege erste Mal zum Lubavitcher Rebbe nach New York und ich komme zum Passkontrolle in
New Ark. Okay? Und dort sind Passkontrolle, so wie bei der Tür von Jerusalem, so wie bei den Löwen. Stimmt? Hunderte von Menschen stehen. Wie ist mein Gefühl dort? Ist mir egal, wo alle gehen, stimmt? Auch wenn alle gehen nach Manhattan. Wo gehe ich? Ich gehe zum Rebbe. Pah! Ich stehe auch einen ganzen Tag in der Schlange, weil ich gehe dort, wo ich will. Pass mal auf, wichtiger Satz für heute. Optimismus ist, auch wenn es mir schwierig, ich weiß, ich gehe auf dem guten Weg. Versteht ihr, was ist Optimismus? Optimismus bedeutet nicht, es geht mir gut. Optimismus bedeutet hier in diesem Kapitel, ich weiß, ich gehe auf dem guten Weg. Ich weiß, das ist der richtige Weg. Weil wenn es nicht der richtige Weg, auch wenn stehen dort tausende Leute, ist mir egal, ist nicht mein Weg. Dort habe ich nicht verloren. Löwe, soll die andere, soll gehen zu den Löwen. Sie haben lieb die Löwen, soll gehen zu den Löwen. Mazel Tov, sollen sie abonnieren, die Löwen. Sollen sie gesund sein. Kein Problem, jeder mit seinem Geschmack. Versteht ihr, was ich meine? Hier geht das über Jerusalem. Also Stufenlied von David. Ich freue mich mit denen, die zu mir sprechen, ins Haus des Ewigen. Lasst uns gehen. Okay, verstanden? Sehr gut. Man geht zusammen. Warum? Weil zusammen ist sicher. Zusammen singen die Leute. Es standen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem hat 8 Toren. Leute kommen von überall, von den Bergen. Und sie stehen. Warum stehen sie? Weil es gibt Schlange. Aber die Leute, die warten in die Schlange, die sind geduldig oder ungeduldig? Die sind geduldig. Warum die sind geduldig? Weil sie gehen dort, wo sie wollen. Mit wem gehen sie dort? Mit denen, die die wollen. Jerusalem, du aufgebaute, wie eine ganz verbundene Stadt. Oh, das ist ein interessanter Satz. Jerusalem verbindet. Dreimal steht geschrieben in diesem Kapitel das Wort Shalom. Sie verbindet. Sie verbindet den Mensch mit sich selbst. Sie verbindet den Mensch mit seinem Volk, mit alle 12 Stämmen. Und sie verbinden den Mensch mit der ganzen Welt, mit allen Völkern. Okay? Wenn ein Mensch ist nicht verbunden mit den Völkern und er ist nicht verbunden mit seinem Volk, ist er verbunden mit sich selbst oder nicht? Habt ihr alle verstanden? Sehr gut. Sehr gut verstanden. So läuft es. Je mehr du bist mit dir verbunden, umso mehr deine Verbundenheit. Shalom, Shalom, Shalom. Shalom be'atzmi, Shalom in mir selbst. Shalom be'mishpachti ve'bekol ha'shvatim. Shalom in meine Familie und in meine Stämmen. Und später Shalom be'kol ha'olam, mit alle Völkern. Okay. Niemand hat gesagt in Jerusalem, es ist mir zu eng. Weil die Lebendigkeit von Jerusalem, die Brücke, die hat alles verbunden. Weil Jerusalem von unten steht genauso gegenüber parallel Jerusalem von oben. Und die 12 Stämmen haben sie waren zerstreut. Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, Issachar, Zvulun, Gad, Naphtali, Dan, Asher, Menashe, Ephraim, Balagan noch 3. Jeder hat seine Clique, sein Ort, wo er wohnt. Wann mischt man sich zusammen? Nur ein Ort könnte alle Leute zusammenbinden. Jerusalem. Jerusalem ist der einzige Ort, die gehört nicht zu einem Stamm. Sie gehört Hashem. Und da sagt König David bei Pasuk 4, dahin die Stämme zogen, die Stämme Jas, ein Zeugnis für Israel, zu danken dem Namen des Ewigen. Danken ist eine große Kraft.
Danken ist Anerkennung. Menschen haben gemacht mit Hashem auch manchmal einen Deal. Wenn das und das passiert, komme ich nach Jerusalem zu bedanken. Wenn das und das passiert, mache ich das und das. Ich habe euch erzählt, vor ein paar Jahren war ich in Kotel mit einer Gruppe aus Deutschland. Viele Nichtjuden waren dabei. Und es hat eine Deutsche begonnen zu weinen, weinen. Und dann haben wir sie gefragt, wieso weinst du? Sagt sie, vor vielen Jahren hatten wir keine Kinder. Und ich habe versprochen, Hashem, wenn ich bekomme ein Kind, ich komme zum Kotel, ihm zu bedanken. Und ich habe bekommen eine Tochter. Und jetzt bin ich gekommen, hierher zu danken. Also, das ist ein Ort, wo der Mensch kann sich, wie man sagt, Deal, einen guten Deal schließen. Es gibt Leute, die haben einen guten Deal nach Mallorca. Und es gibt Leute, die haben einen guten Deal nach Rimini. Und es gibt Leute, die haben einen guten Deal nach Kambodscha. Und wenn jemand will glücklich sein, soll machen einen guten Deal nach Jerusalem. Wo ist das Problem? Der Mensch, die Frage ist, welche Jerusalem will er sehen? Wenn er will Jerusalem sehen als Altstadt, als Archäologie, Anthropologie, Historie, Kunst. Es gibt schönere Städte, viel schönere. Viel schönere Städte, glauben Sie mir. Jerusalem ist nicht die schönste. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Man kann machen Licht von allen Seiten, Pirouetten, Pyrotechniker. Aber dein Kind oder dein Papa oder deine Mama, auch wenn die sind nicht die Schönste, die sind deine. Verstanden den Unterschied? Du wirst nicht gehen jetzt suchen, oh, dort sind schönere Menschen, vielleicht dort ist meine Mama. Nein. Hier, in Olivenberg, gegenüber dem Kotel. Dort ist Hashem. Versteht ihr den riesigen Unterschied? Und alle Stämmen kommen, um dort zu bedanken. Erkundigt euch, denn dort saßen sie auf Thronen zu Gericht, den Thronen des Hauses David. Ich habe euch gesagt, dass es sitzen Gericht. Eine von den Sachen, die Menschen manchmal auf dem Herz haben, ist Gerichtsverhandlung. Gerichtsverhandlung zieht von der Mensch sehr viel Energie, sehr, sehr viel Energie. Also, Gericht ist großer Balagan. Also, wenn man manchmal in Kompromiss durch einen Mediator die Sache lösen kann, viel besser. Und auch zwischen die Stämmen, auch zwischen die Menschen, gibt es verschiedene Probleme, Situationen, Passierungen. Und die Leute sind gekommen nach Jerusalem. Nicht nur zu beten, auch zu genießen von das obersten Gericht, um ihre Probleme zu lösen. Versteht ihr? Also der Mensch kann nicht beten in freie Züge, wenn er trägt noch ein Päckel, die nicht gelöst. Die Dankbarkeit ist noch nicht da. Das ist so wie eine Frau, die hat Schmerzen von der Schwangerschaft und läuft auf die Berge. Sie nimmt die Schwangerschaft mit. Es wird nicht helfen. Also wenn ein Mensch hat, ein Päckel zu tragen, er muss sie lösen. Und es gibt Menschen, die haben Gerichtsverhandlungen. Sagt uns das Psalmen, dort in diesem Ort kann man die Sache lösen. Erkundigt euch nach dem Wolle Jerusalem. Shalu Shalom Jerusalem. Wohl geht's deinen Freunden. Opa. Ich habe für euch einen guten Tipp. Guten Tipp, wirklich. Viele Leute sagen mir, wer bin ich? Bist du Freunde Israel? Freunde Gott? Gibt noch eine Begriff. Ihr könnt sagen, wir sind Freunde Schlomos. Aber ihr könnt sagen, wir sind Freunde Jerusalem. Ich bin Freund Jerusalem. Wenn du zugibst, dass du bist ein Freund von Jerusalem, bekommst du eine Belohnung, einen Titel.
Was heißt das? Es gibt zwei Aspekte von diesem Land. Eine heißt Zion und eine heißt Jerusalem. Zion ist geografisch. Zion ist territorialisch. Zion ist geopolitisch. Zion ist grenzologisch. Versteht ihr, was ich meine? Was ist Jerusalem? Jerusalem kommt von Yirah Shalem, von der Vollkommenheit, was hier in diesem Ort gibt. Es gibt hier eine Vollkommenheit von Hashem. Yirah Shalem, Malki Zedek und Avraham, die haben sich da getroffen. Und das ist ein Ort, wo alle Völker hier gehören, haben wir gesagt, gibt es dreimal hier Shalom. Shalom, Shalom, Shalom. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, Religion ist nur Krieg. Ich kann euch nur sagen, ohne Religion, doppelt Krieg. Ich kann euch Beweise geben. Ich bin mittlerweile ein großer Historiker geworden. Also, ihr könnt euch die Sache prüfen, selbst zu Hause. Und ihr werdet sagen, dass ich habe Recht. Und wenn nicht, bin ich bereit zu hören. Die Leute, die ohne Religion, die haben viel Schlimmes in der Welt gemacht an die, die mit der Religion. Die haben gesagt, Boga niet, und wollen nichts, sie haben große Balagan, spielt keine Rolle jetzt. Osteuropa, Westeuropa, Ost von der Welt, China, Japan, alles, Mittelalter, vor a großen Balagan. Religion mit alle ihre mit alle ihren trockenen Pupillen in der Nase muss man sie nur entfernen. Muss man sie entfernen. Verstanden? Dann kriegt man frische Luft. Aber es gibt schöne Sachen. Okay. Es gibt Leute, die sind Freunde Jerusalem. Und sie bekommen Ishlayu oder Weich. Es gibt einen Unterschied zwischen Shalom und Shalva. Shalom ist vom Außen nach innen. Stimmt? Shalom, Ruhe. In Schweiz gibt es vielleicht Shalom. Aber es gibt nicht Shalva. Shalva ist Ruhe drinnen. Das heißt, ein Mensch braucht zwei Sachen. Er braucht Shalom und er braucht Shalva. Er braucht Frieden von außen und er braucht Frieden von innen. Es gibt Leute, sie haben von außen Shalom, aber sie haben keine innere Ruhe. Dann haben sie Streit, Familie, Politik, Erbschaft, Parkplatz, Nachbar. Es geht um 5 Meter bis Gericht. Versteht ihr, was ich meine? Also, es sind zwei. Deshalb steht geschrieben, möge Frieden sein in deinem Zwinger. Sicherheit in deinen Palästen. Oh. Das Wort Shalva, die haben hier übersetzt Sicherheit. Ich finde es nach dem Malbim, nach dem Kommentar, das Wort Sicherheit ist nicht richtig, sondern Ruhe passt mehr. Was steht bei dir, Susanne? Ruhe? Siehst du? Ja. Deine? Sichere Ruhe. Oh. Dann weiß ich, was ich sage. Ich kann nicht Deutsch, aber ich kann die Inhalt von dem Psalmen. Der Inhalt von dem Psalmen ist, dass Shalom ist von außen und Shalva ist von innen. Deshalb das Wort Sicherheit geht mehr auf dem Shalom, es geht mehr auf dem Außen. Das ist eine innere Sicherheit, eine innere Ruhe. Versteht ihr, was ich meine? Also es gibt keine Versicherung heute, die dir verkaufen kann, innere Ruhe. Wir verkaufen dir das und das und jenes. Um meiner Brüder und Freunde willen, lass mich Frieden aussprechen über dich. Es ist sehr wichtig, bei den Brüdern und bei den Freunden zu sprechen gut über Hashem. Wie geht das dir?
Gott sei Dank. Gottlob. Viele Gründe zu sagen Danke. Viele Gründe Hashem zu beten. Wenn du Hashem in deinen Lippen nimmst, dann verbindest du auch andere Leute in diesen Bund. Und da bringst du auch Frieden und Shalom. Um das Auswillen ewigen unserer Gottes, lass mich Gutes erbitten für dich. Okay. Jetzt will ich die Sachen zusammenbinden. Wie viel Mal steht Frieden in diesem Kapitel? 3. Warum 3-mal haben wir gesagt, ich mit mir selbst, ich mit meinen Mishpoche und Freunden und in die ganze Welt? Welche Religionen leben heute in Jerusalem? Yehudim, Nozrim und Muslimim. Stimmt. Auch zwischen den Yehudim gibt es verschiedene Strömungen. Stimmt. Also solche und solche und solche und solche. Sag diese Kapitel, wann wird kommen die Harmonie mit dem anderen? Zuerst. Wenn wir mit uns Harmonie haben oder zuerst mit denen? Weißt ihr, dass manchmal mit der Fremden ist viel leichter als mit dem eigenen? Ja, aber weil der Fremde ist Fremder. Und der eigene ist eigene. Und eigene ist schwierig. Sagt uns David HaMelech, Jerusalem, Abnuya Jerusalem kann gebaut werden, Keir Shechubrala Yachdav, nur wenn ist man zusammen verbunden, kann man diese Stadt, die Heiligtum, runterzubringen. Und so haben wir gelernt heute dem Kapitel. Jetzt kommen meine Fragen an euch. Wer kann das schön erklären, was bedeutet Stufenlied? Bitte schön, Vesna. Es gibt 3 Erklärungen. Die erste Erklärung geht um die Stufen selbst im Tempel. Das sind 15 Stufen und je 15. 3 mal 5. Das verstehe ich auch. Erwachsene und Musikanten. Das ist die erste Erklärung. Die zweite Erklärung, das sind die 3 Feste, wo die Menschen zusammenkommen, bergauf, und diese Steigen sind auch so stufenmäßig sozusagen. Wenn die Leute pilgern. Und die dritte Erklärung ist König David selbst mit dem Wasser. Er wusste nicht, ob das Wasser da unten liegt, 6000 Eilen, dann hat er über Achitofel mit der Ziegel, mit alle Buchstaben von Gott, 72, runtergefallen und die Wasser kommt hoch. Und das sind die Stufen und heute ist dieser Wasserspiegel 1000 Ellen unter dem. Sehr, sehr schön. Hast du sehr, sehr gut gesagt. Schkoyach, wir gehen weiter. Welche 3 Sorten von Opfer, Korbanot, hat man hauptsächlich gebracht nach Jerusalem? Es waren 3 Korbanot, die hat man regelmäßig gebracht. Dann sage ich euch die Begriffe, ist auch gut zu wissen allgemein, auch vielleicht in Ivrit. Die erste Gruppe heißt Korban Toda. Okay, Toda. Über was sagt man Toda? Krankheit und Gesund, Gefängnis und Befreiung, Überquerung von Meer, Wüste, Wunder, Unfall,
ein Dach ist gefallen, ein Baum auf ein Kind und nichts passiert, weißt du? Korban Toda. Die zweite ist Korban Chatat, Sündeopfer. Der Mensch hat was vermasselt, sein Leben, Vergangenheit, der hat Reue, schlechte Gewissen, Unzufriedenheit, der andere ist sogar gestorben. Rabbi Shmuel steht in Gemorre, der hat einmal am Schabbat aus Versehen die Lampe mit Paraffin höher gemacht. Der hat gesessen und gelernt Torah und es war nicht genug Licht in die Öl und es war so solche Laternes, wo man konnte höher machen, die Licht, die Flamme. Und er hat das gemacht am Schabbat. Er hat gesagt, was soll ich jetzt machen? Er hat geschrieben in seine Pinkas, wenn Bet HaMikdash ist gebaut, ich bringe eine dicke Chatat in Jerusalem. Eine dicke Sündeopfer. Und die dritte heißt Nedarim. Nedarim bedeutet gelübde Deal. Ein Mensch macht, ne, wenn mein Kind wird heiraten, ich werde bringen das und das. Wenn Hashem wird mir geben diesen Wunsch, versteht ihr, was ich meine? So eine Deal, das sind die drei, sehr gut. Nächste Frage, wie viele Leute saßen im obersten Gericht in Jerusalem? Und warum diese Summe? Ja, bitteschön, Georg. 71 und das waren auch 71 Weisen, die Moshe, so Richter sich, die Verantwortung teilte. Ja, also Hashem hat ihm gesagt, sammle dich 70 Ältesten. Und als Erinnerung Moshe und die 70 Ältesten, aber nicht nur das, 71 habe ich auch nicht gesagt, 71 damit soll sein Mehrheit. Also 72 mit Moshe. Nein. Wenn man braucht Mehrheit, wenn man verteilt 70 auf 2, es ist 4 von 30, stimmt? Und was passiert, wenn 4 von 30 sagen schuldig und 4 von 30 sagen frei? Muss man haben noch eine, um zu... Ja, ungerade. Genau. Bei der Zeit von Moshe Rabbeinu war ohne Stimme. Also es waren 71 Leute. Und wenn alle 71 sprechen jemand Schuld, hör mal gut zu, dann ist er frei. Das finde ich krass. Es kann nicht sein, dass ein Mensch nicht von ein paar Leuten in gute Augen gesehen. Sagen wir, jemand ist ein größter Verbrecher. Und alle 71 stimmen Schuld, freigesprochen. Deshalb müssen immer ein paar Leute sagen, nein, wir sind... Und dann die Mehrheit hat entschieden. Verstanden? Sehr gut. Warum freuen sich die Leute, wenn sie gehen zum Jerusalem, zum Bet HaMikdash? Warum freuen sie sich? Was bringt sie Freude? Was macht Freude? Bitteschön, Andreas. Die Schlummer, die gehen auf ihren Weg, die haben ein Ziel. Du gehst auf die Tiefe. Wenn ein Mensch weiß, der geht auf sein Ziel, der ist er immer froh. Aber mach uns die Sache ein bisschen popcornisch. Was bringt die Leute Freude in diesem Weg? Eins, alle Sinne spielen mit, haben wir gesagt in Jerusalem. Man singt auf dem Weg. Man hat gute Laune zusammen. Alleine alles ist viel schlimmer als zusammen gar nichts. Versteht ihr, was ich meine? Also Leute zusammen fühlen sie sich wohl, sie spielen Spiele, sie singen, alle stopp. Sie machen Spiele auf dem Weg. Weißt du, wenn Leute sind zusammen, man ergibt sich guten Verbundenheit. Wer hat geschrieben diese Psalmen? Was wir haben gerade gelernt, 122. Radak, ja bitteschön, Dagmar, du willst sagen, sag.
Also die haben sich einmal David, einmal mit Schlomo und einmal die Richter haben es geschrieben, die Stufen. Sehr, sehr gut. Dann sage ich euch noch eine letzte Sache zum Schluss. Und manche sagen, dass die dreimal Shalom in diesem Kapitel symbolisiert Bet HaMikdash HaRishon, erste Bet HaMikdash, Bet HaMikdash HaSheni, zweite Bet HaMikdash und Bet HaMikdash HaShlishi. Darum gibt in diesem Kapitel dreimal das Wort Shalom. Und wir haben auch gelernt, dass Menschen, die Jerusalem besuchen oder sogar unterstützen, haben eine besondere Verbundenheit. In die Zeit von den Osmanen von 1516 bis die Briten sind gekommen 1917, war in Jerusalem große Yeshuva Yashan. Und es war eine Kasse, die ist Kasse Hod. Was ist Hod? Holland ve Deutschland. Stell mal vor, es war eine Kasse, Kupat Hod, Leute in Holland und in Deutschland, die haben sich die alten Leute in die Yeshuva Yashan, in die alten Jerusalem unterstützt, jährlich, monatlich. Sie haben gesagt, wir wollen unseren Kontakt regelmäßig mit Jerusalem. Und sogar der alte Rebbe, als die Hasidim sind gekommen nach Israel, der hat gemacht eine Kasse für die russischen Juden, die kamen aus Weißrussland, und das hat man genannt Koilel Chabad. Und da kam von Ungarn eine Gruppe und da kam von Bratislava. Also es hat begonnen in der Welt. Jeder hat begonnen mit seinem Komitee zu machen eine Kasse und zu unterstützen seine Leute in dem Land. Versteht ihr? Also Synagoge von Ungarn, Synagoge von Hasidim, Synagoge von das und jenes. Und dann haben begonnen auch die sephardische Juden. Die kamen zuletzt. Was finde ich sehr interessant, und damit schließe ich, der alte Lubavitcher Synagoge in Altstadt, die wurde 1850 gebaut. Das war durch die sephardische Rothschild. Habt ihr gehört sowas? Es gibt eine sephardische Rothschild. Ein Mann von Irak. Und ihm hat man genannt sephardische Rothschild. Und er hat gespendet eine aschkenasische Synagoge. Maschiachs Zeit. Und er hat gesagt, genug mit dieser gesellschaftlichen Hod, Holland und Deutschland, Vitebsk, Liadi, Ungarn, Bratislava, genug. Man muss langsam alles in demselben Kasse bringen. Mit diesen positiven Wörtern bedanke ich und gebe das letzte Wort an Georg. Und danach, wenn jemand will, was fragen über diesen Schiur, gerne. Vielen herzlichen Dank, war ein tolles Erlebnis. Und das ist so schön, wie viel da in so einem Psalm steckt. Das ist ja auch ein relativ kurzer Psalm. Und da habe ich einen ganz anderen Bezug dazu. Und danke, dass du das auch zuerst gesungen hast. Kann ich das auch mal lernen? Ja. Also dem Lied kann ich euch schicken. Das ist ein Lied von meinem Onkel Eli Lipske, die du magst sowieso. Denn wenn ich das finde am schnellsten nach dem Shiur, ihr bekommt das noch heute Abend. Blineder. Toll. Und eine Frage, die steht dreimal Jerusalem in dem Psalm. Und es fehlt immer ein Jod. Also Jerusalem. Also diese Jerusalem. Darum steht geschrieben, Shashamalu Shivte Ja. Was ist Shivte Ja? Das ist diese Jud von Gott. Wenn die Stämmen sind nicht zusammen, Jerusalem fehlt Gott drinnen. Und dann ist Jerusalem. Dann ist Jerusalem und nicht Jerusalem. Deshalb, die sprechen Ivrit, betonen immer Jerusalem. Und nicht Jerusalem, weil da fehlt ein Jud. Und da steht in diesem Kapitel, Sheshamalu Shvatim Shivtei Ja. Also die sind diese Jud, die dort fehlt. Danke. Gerne. Hat noch jemand etwas
in seine Tasche, die er will zollen. Okay, den grünen Licht, nicht in Rot. Kein Problem, gehen grün. Erzähl, Vesna. Ich habe heute deine Serie Techlim, die du vor 2 Jahren gemacht hast, gehört. Der Techlim auf 122 hast du nur ein bisschen länger als 10 Minuten gesprochen und da befand du dich gerade in Jerusalem und du hast so schön gesprochen und gesungen. So schön zu hören war das. Ich kann es erinnern, obwohl ich habe nicht geguckt heute noch einmal meine eigene Shiur. Manchmal mache ich das, heute habe ich noch nicht geschafft. Aber ich kann mich erinnern und ich weiß sogar, wo es war. Ich sehe den Moment vor meinen Augen. Es war hinter einer Wand, in einem Ort, wo wir sind gegangen, zu kaufen Anzüge für die Kinder. Ich weiß genau wo. Es gibt ein Geschäft, wo jemand hat so zu Hause im Keller so Anzüge, die sehr gut, aber sehr günstig. Weißt du, so allegal. Aber gute Sachen, wirklich. Ich wollte auch noch mal sagen, vielen Dank an Georg und an dich, Lumo. Es ist wirklich sehr interessant, was wirklich in diesem... Heute ist Georg. Andreas ist ein Zadig für sich, aber heute ist Georg. Wirklich, sehr interessant. Laila, hast du nicht gut gehört? Danke an Hashem und danke an Georg und Katrin heute. Die haben dich hier gegeben. Okay. Danke an Georg. Sehr Hashem gut. Und deine Frau. Ich kann mich erinnern, meine gottselige Mama hat manchmal für Shabbat Sachen eingeladen. Und es gibt Leute, die nerven so. Hast du das selbst gemacht? Sagt meine Mama, habe ich selbst gekauft? Und das ist die letzte Frage. Über dieses Thema. Was interessiert dich, wer hat gekauft? Und wer hat gemacht, du bist da? Sag danke, Schkoyach, alles beseder, alles ist in Ordnung, Gott sei Dank. Ich erzähle euch noch eine Geschichte. Wollt ihr noch eine Geschichte? Das habe ich gehört heute von meinem Cousin. Erster Cousin, Pini Wischetzki. Reb Levi Yitzchok war ein Rabbiner in Jekaterinoslav. Und wie Sie wissen, es ist schwer, Schabbes zu halten in dieser Gegend. Es ist nicht nur ein Problem mit Schabbes, es ist auch ein Problem mit Freitag. Warum? Sommer, Freitag geht. Schabbes ist 8, 9, Tagesarbeit ist zu Ende. Winter ist ein Problem, schon 4 Uhr ist schon Schabbes. Und Leute arbeiten. Ein Tag, es war so Winter. Es war schon richtig Benashmoshes. Es war schon richtig nach der Zeit von Lichtbändchen. Und Reb Levi Schneerson geht auf den Balkon und raucht eine Zigarre. Und kommt einer von den Hasidim und sagt, Rebbe, Schabbes. Sagt Reb Levi, ich bin der Rabbiner von dieser Stadt. Wenn ich entscheide unten, wann ist Schabbes, so entscheidet man im Himmel. Ich will retten alle Leute, die noch nicht nach Hause gekommen sind. Ich finde diese Geschichte unglaublich, wirklich. Sie hat mir so gut gefallen, dass ich sage, ich entscheide, wann ist Schabbes da, um zu retten alle Leute, die noch rennen nach Hause. Guck mal, wie viel Menschlichkeit zu denken über andere Leute, fand ich sehr, sehr schön. Fein, hat noch jemand was auf dem Herzen? Zu sagen, zu bemerken, zu leugnen, zu schimpfen. Okay, wenn ihr seid... Ja, bitteschön, Eveline. Ich fand die Shiur auch wirklich sehr, sehr schön. Ich habe es genossen. Vielen, vielen lieben Dank.
Was haben Sie genossen? Sag uns eine Sache, was hat dir gefallen? Eine kleine Rogele mit Schokolade. Was hat dir gefallen? Ja, es war auch sehr interessant, wirklich, was alle anderen auch gesagt haben, was in so einem kleinen Psalm, wie viel da drin steckt. Ne, das hat mich wirklich, es war wirklich sehr, sehr schön, auch wie Sie das erklärt haben und wie Sie gesungen haben. Okay, dieses Lied finden wir noch, Blinde, heute. Yalla, Heide, Shavua Tov, Leitraot, bleib gesund, stark, lebendig und Leshana Ba Birushalayim. Mach euch Pläne, bitte, komm. Seht ihr, wie schwer muss ich mir selbst einreden? Ach, es ist so schwer. Aber ihr hilft mir. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wie sagt Hani immer, Shlomo, zum Schluss wirst du selbst glauben an das, was du sagst. Es kommt immer mehr und mehr und mehr. Hi, Hashem soll mir helfen, dass ich 100% überzeugt sein von das, was ich sage. Aber gut, so ist das. Kennt ihr die Märchen mit dem hässlichen Prinz? Wollt ihr noch eine Legende für gute Nachtgeschichte für eure Kinder? Aber das ist keine jüdische Geschichte. Nicht jüdisch, weltlich, britisch. Es war irgendeine, so Rosen, Dukas, wie nennt man so einen Adligen in Britannia? So ein Prinz, Prinz Charles, irgendeine. Der war sehr, sehr hässlich. Und es hat nicht geklappt mit Meidelach. Die Meidelach haben ihn nur gesehen, haben sie gesehen, 9. Av, haben sie sich gedreht. Also hässlich. Er ist gegangen zu einem Theaterkünstler und er hat gesagt, mach mir eine Maske von einem schönen Mann. Aber eine Maske, eins, ich werde dir bezahlen am Jontik von Geld. Gut. Er hat ihm gemacht ein Gesicht vom Größenknacker, ein schöner Mann, Jonathan. Avshalom. Er hat ihm gemacht ein Gesicht, Aschene Punim. Und ab dem Tag ging jeder wie mit dem Hello, drinking, ja. Bis ein Tag hat er getroffen die Frau seines Lebens. Und sie hat an ihm, wie man sagt, auf grob Deutsch geknallt. Sie hat ihn geliebt von ersten Moment. Und er hat sich auch so benommen als Gentleman mit so einem schönen Gesicht. Ta, 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 ta. Also nach einem Jahr sagt sie ihm, ich sage dir die Wahrheit, ich erwarte von dir, sagt die Frau, der Mann sollst mir anbieten Hochzeit. Aber du schläfst, du machst das nicht. Ich bin mutig, ich bitte dir, Hochzeit. Sagt der Mann, das ist sehr, sehr schön, aber ich habe ein kleines Problem, das muss ich dir sagen, unter vier Augen. Die gehen unter vier Augen, sagt er, ich muss dir die Wahrheit sagen. Du kennst mich schon mehr als ein Jahr. Ich gehe mit einer Maske auf mein Gesicht. Ich bin sehr, sehr hässlich. Das, was du siehst, ist nur eine Maske. Sagt sie, nimm das runter. Und er hat runtergenommen die Maske und sagt die Mädel, wow, du bist viel schöner, als ich habe gedacht. Viel, viel schöner. Als ich habe gedacht. Also wenn man jemand liebt, sein wahres Gesicht ist noch schöner von seiner Maske. Versteht ihr, was ich meine? Dann irgendwann muss ich wirklich meine Maske ausziehen und dann werde ich wirklich lieben Jerusalem und da wird alles gut sein und da wird man mir mehr Leute einladen zum Trinken. Shavua Tov, bleib gesund und stark. Verstanden die Legende? Eine schöne Meise, oder? Ciao, ciao.